Hi und herzlich willkommen zu diesem Video. Es soll nur ein kleines Erklärungsvideo sein zu dem 2 gegen 2 Rocket League Turnier, was wir am Wochenende stattfinden lassen wollen. Das Ganze ist im Stream relativ spontan entstanden und dann haben einige Leute noch ein bisschen was im Preispool gepackt. Deswegen alle Infos, die ihr braucht, jetzt mal ganz kurz und kompakt zusammengefasst. Also, jeder, der sich beim Turnier anmelden möchte, der akzeptiert gleichzeitig auch die in diesem Video genannten Regeln. Und im Endeffekt geht es nur darum, mir ist es ganz, ganz wichtig, dass Spaß im Vordergrund steht. Das ist mir ganz wichtig. Deswegen habe ich hier ein paar Regeln aufgestellt und an die halten wir uns einfach und dann passt das Ganze. Dann wird das auch ein richtig nicer Abend. 60 Euro im Preispool und das Ganze wird so aufgeteilt. Die Drittplatzierten erhalten jeweils 5 Euro Paycheck-Karten. Natürlich 2 Stück, 10 Euro insgesamt für den Platz 3. So, das verdoppeln wir für den Platz 2. Jeder kriegt eine 10 Euro Paycheck-Karte. Platz 1 erhält 15 Euro, eine 10 Euro Paysafe-Karte und eine 5 Euro Paysafe-Karte. Paysafe-Karte deswegen, weil das natürlich ein Zahlungsmittel ist, was überall geht und jeder benutzen kann. Alle Teilnehmer müssen sich durch eine Google-Umfrage, die unter dem Video verlinkt ist, eintragen und anmelden und alle Daten komplett ehrlich angeben. Wird sich herausstellen, dass diese Daten nicht ehrlich angegeben wurden, behalte ich es mir vor, mit einer Absprache mit meinen Moderatoren den Teilnehmer zu disqualifizieren und somit auch das ganze Team. Anmeldeschluss ist Donnerstag, der 4. Juni um 23.59 Uhr. Wenn ein Team nicht vollständig spielbereit ist, wird ein Spiel als verloren anerkannt. Das Gegnerteam hat automatisch gewonnen. So, jetzt kurz zu den Teams. Jeder Teilnehmer wird in eine von 2 Skillgruppen eingeteilt. Eine bessere und eine schlechtere. Die Teams werden per Zufall ausgelost. Ein Team besteht jeweils aus einem Spieler von jeder Skillgruppe. Was den Termin angeht, haben wir in der Umfrage auch nochmal die Abstimmung drin, entweder Freitag oder Samstag, jeweils ab 19 Uhr. Zum generellen Ablauf kann ich gar nicht so viel sagen, wir müssen nämlich erstmal schauen, wie viele Teams insgesamt teilnehmen. Das heißt, der generelle Ablauf wird erst später bekannt gegeben, wenn nicht sogar erst im Stream selbst, da wir jetzt aktuell gerade noch nicht so viel dazu sagen können. Es besteht eine Discord-Pflicht, das heißt, jeder Teilnehmer muss Discord haben und den Server gejoint sein. Einfach damit Kommunikation stattfinden kann, das ist Voraussetzung. So, und pro Spiel wird jetzt ein neues privates Spiel erstellt und dazu werden nur Zugang haben die Leute, die auch wirklich dran sind und ich zum Spectaten für den Stream, damit wir die Trolls und Unterbrechungen verhindern können. So, das sind soweit erstmal die Grundregeln. Ich würde sagen, dadurch, dass ihr euch anmeldet, stimmt ihr dem zu, wie gesagt, ganz entspannt und alle Angaben sind ohne Gewähr, Änderungen sind vorbehalten und der Rechtsweg ist ausgeschlossen, man kennt ihn. Auf jeden Fall hoffe ich, dass wir einen richtig, richtig nicen Abend zusammen haben werden. Ich habe Bock, ich würde sagen, wenn ihr auch Bock habt, daran teilzunehmen, einfach direkt mal teilnehmen. Bis Donnerstag, 23.59 Uhr könnt ihr das. Ich habe Bock und dann sehen wir uns Freitag oder Samstag spätestens im Turnier. Alles klar, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis dann.